beim Notizblock hier. Ja, hier habe ich offscreen nämlich mal ein bisschen rumgewerkelt, habe ich offscreen. Das ist schon die richtige Lösung. Hier habe ich schon ein bisschen offscreen eine Menge probiert. Da hatten wir am letzten Stream, am Ende des letzten Streams hat man hier wahnsinnige Probleme, das zu sortieren. Ich habe noch lange mit dem Typen geredet und hier die Hinweise durchgegangen und bin so ein bisschen, ja, jetzt müsste es eigentlich stimmen. Ich habe jetzt hier noch einen Platz freigehalten, weil wenn ich jetzt dann rotes Kreuz hinsetze, dann müsste es eigentlich jetzt schon soweit sein, dann müsste es eigentlich jetzt schon die finale Lösung sein, dann müsste es hier. Dafür habe ich ja lange Zeit drin gesessen. Also bei jedem ist jetzt, sind jetzt drei Kreuze drin, das scheint. Und das ist eine Richtigkeit zu haben. Also hier haben wir Apfel, hier haben wir also fröhlicher Apfel, wütende Kokosnuss, traurige Banane. Und dann haben wir den Elch bei Kokosnuss, den Igel bei der Banane und den Bären beim Apfel. Dann haben wir hier den Bären beim Fröhlichsein, den Igel beim Traurigsein und den Elch beim Wütendsein. Das müsste die Gedächtnisstütze sein. Das müsste alles sein, was wir brauchen. Also setze ich mal hier das Kreuz hin und dann müsste es eigentlich richtig sein. Das müsste eigentlich die richtige. An diesem einen speziellen Ich war. Ja. Stimmt da was noch nicht? Zurück. Theoretisch müssen wir jetzt wahrscheinlich noch die Zutaten holen. Theoretisch müsste das jetzt hier Regallageplatz. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion? Eine Eigenschaft und etwas Essbares. Okay. Hier haben wir noch einen Hamster und das. Fahrt von der Truhe. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Okay. Tollkirschen. Müssen wir jetzt ein Elch und so weiter, müssen wir die Zutaten jetzt finden oder wie sieht das aus? Wir haben doch die Lösung jetzt schon. Ja, Regalplatz. Müssen wir jetzt die Sachen hinstellen. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Das habe ich schon so Emotion, verstanden. eine Eigenschaft und etwas Essbares. Also hier ist doch ein Bär. Das könnte unter Umständen ein Bär darstellen. Hier, können wir das nicht. Können wir das nicht nehmen oder? Tja, ansonsten hier in die Pfadfindertruhe müssen wir rein, aber da können wir, glaube ich, gerade nicht rein. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ja. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Haben wir hier das Rätsel noch nicht richtig gemacht, oder was? Eigentlich ist das doch. Ja, ist richtig, wie ich es gemacht habe. Tja. Gut, dann reden wir noch mal mit ihm vielleicht. Vielleicht gibt er uns jetzt die Sachen. Was? Kennen wir uns? Der Alte. Aha. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ja, Ihre okay, das hat man durch den Einigungszeit letzten bei Part schon. einem. Nicht so Letzten hier. Stream. Oh, in die Zeit. So und. Lassen wir mal labern. Geschichte. Dazu komme ich. Erst wollte ich noch erzählen. Darum, ich muss zum Oder. Erinnerung, Tempelritter. Nein, nein. Keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Wenn du Das denn deine verdanke ich Gedächtnisstützen einem hast. kleinen Trick.
den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die drei E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Ist das umgekehrt? Mir fällt nämlich gerade ein, wo wir einen Apfel haben könnten. Aber wo war ein Igel und wo war ein... Also wir brauchen jetzt einen Apfel. Was? Das eine steht für dessen Emotionen brauchen wir eins. Wir brauchen eins. Verstehe ich trotzdem noch nicht. Hier muss eine Emotion, etwas Essbares und eine Eigenschaft hin, oder? Hast du dein ein kleiner, das erste E steht, es zeigt mir das zweite E, es erinnert mich das dritte E, um mich zu Okay. Emotion, Einstellung und Essen. Emotion, Einstellung und Essen. Das heißt... Ja, was heißt das? Was brauchen wir jetzt? Was müssen wir besorgen? Drei Plätze haben wir frei. Das heißt, auf den ersten Platz muss ein Apfel, muss ein trauriger Apfel mit einer Kokosnuss drauf, oder wie was? Also wenn man den ersten Platz hier nimmt, also der erste Steckplatz ist die Emotion, die richtige Emotion ist auf jeden Fall traurig. Okay, ja, da kann nichts anderes richtig sein. Also wo wir die Masken herkriegen, weiß ich schon. Wo wir einen Apfel oder eine Banane herkriegen, kriegen wir aus der Kantine. Aber das Tier, mit den Tieren wird's schwer. Eine traurige Maske, können wir die mitnehmen? Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, wer ist mit dem Schraubenzieher? Lilly war erleichtert. Ich aber nicht. Ich war nicht erleichtert. Verkürzungsspieß. Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, aber sie konnte die Schrauben nicht drehen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Tja, ein anderes Werkzeug. Du-di-du-di-dum. Tja, also... Schlafsaal... Klosterflur. Sammlung Kapu. Ist ihr Lilly? Falls was ist, ich mach mit. Okay, mit Kapu können wir noch nicht reden. Warte, vielleicht können wir mit Kapu. Du bist Lilly. Falls was ist, ich mach mir's. Inventar, vielleicht kannst du. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Aha. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast...
die Dinge ziehen. Das Klassenzimmer, da ist noch. Müssen wir hier auf jeden Fall den Hamster reinstellen. Aber wie denn? Die Vitrine ist zu. Dietrich haben wir nicht. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Mhm. Vielleicht können wir... Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Ah, okay. Ich weiß, wer uns das Glas mit dem Märchen nicht öffnen kann. Ja, ist klar. Wer ist hier wohl begabt in... Katina. Wer ist hier wohl im Flaschenöffnen? Die Beste. Doris. Öffne du mal das Glas für mich. Aber Ding Dong, hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Ich will ja nur... Warte, ich... Ich hab nur ein Glas für dich zum Aufmachen. Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und das ist sehr schön. Aber pronto! Okay, wir haben einen Hamster. Nein, ein Meerschweinchen. Meerschweinchen, zumindest das Meerschweinchen. Oh, wei. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Au. Armes Meerschweinchen. Aber jetzt können wir hier... Armes Meerschweinchen. Ins Birgit gehen. Und mal hier das Tiermotiv. Und hier ist ja schon ein Bär drin und hier ist ein Igel drin und sehr gut, damit können wir dann zum die Gedächtnisstütze machen. Dann können wir beim Eltern das ist zumindest ein Kreis die Gedächtnisstütze machen. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Auf jeden Natürlich Fall. Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein. Und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Okay. Das ging aber schnell. Meerschweinchenwanne. Na, großartig. Na, dann bringen wir das mal zur Oberen. Die wird sich freuen über ein hübsches Meerschweinchenbanner in ihrer Sammlung. Oh wei. Katina. Hallo, Frau Oberen. Ich habe hier einen Banner für dich. Endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Oh wei. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das Natürlich ist das Birgit. Kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na warte. Die kann aber was erleben. Oh wei. Können wir hier Bananen, Kokosnüsse und Äpfel mitnehmen. Dann haben wir doch zumindest schon mal die Nahrungszutaten. Und wo wir die Köpfe hernehmen, das wissen wir ja schon, das haben wir schon gesehen. Klassenzimmer. Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deiner ganzen Auszeichnung, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit! Es tut mir leid, ich,
Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder gut. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, Puma. Würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Oh wei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit der reden sollten.